Meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena, Sternzeichen Krebs. Heute möchte ich mit dir dein Wochenhoroskop mir uns mal anschauen für die Woche 25.04. bis 1. Mai. Was ist bei unserem Sternzeichen Krebs am Start? Ja, Krebs, schau mal. Einige von euch dürft ihr euch vielleicht an einer neuen Situation oder an eine Situation gewöhnen, weil es kann durchaus sein, dass für die einen oder anderen vielleicht so eine kleine Anpassungsphase am Tag gelegt werden darf. Krebs, gebe nichts als in Stein gemeißelt hin, gebe nichts als selbstverständlich hin, komme aus deiner Zone des Komforts raus, genieße es. Manche Krebse dürfen sich auch an eine Situation gewöhnen, die vielleicht mit der Gesundheit zu tun haben, die vielleicht mit einer Arbeitslosigkeit zu tun haben könnten, die vielleicht auch mit finanziellen, gesundheitlichen Themen zu tun haben. Wenn du spürst, dass du kommende Woche dich irgendwo anpassen darfst, weil es zu deinem höchsten Wohle ist, ja, um erstmal wieder in die Ruhe zu kommen, um erstmal wieder klar zu denken, mache es. Dinge, die du nicht ändern kannst, Krebs, erzwinge sie nicht. Dinge, die du aber ändern kannst oder ändern solltest oder ändern darfst, gehe sie an, okay? Es steht gut für dich kommende Woche. Fruchtbare Momente, sowohl Schwangerschaften, aber auch Erfolge können nächste Woche komplett an den Tag gelegt werden. Vor allen Dingen innere Sicherheit, Stabilität, Selbstvertrauen, finanziell. Guck dir nochmal die Finanzen an kommende Woche. Aber die Karten sagen, du erntest, was du siehst. Hast du gut in einer Vergangenheit geerntet oder gesät, ja? Wirst du gute Früchte tragen? Hast du im Hier und Jetzt schon gute Nährboden gesetzt in verschiedensten Sachen? Oder wirst du einen guten Nährboden setzen? Ab nach vorne, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Traue dich, Situationen anzuschauen. Traue dich, auch eigene Initiative zu ergreifen. Traue dich auch bei einem Projekt oder in einer Partnerschaft oder in einer Liebe wirklich in die Vollen zu gehen. Traue dich, aus deiner Zone des Komforts das Beste aus dir herauszuholen, wenn du nachdenkst, sicher bist und dann ab nach vorne, komme aus dieser Zone raus und genieße es. Es wird eine prickelnde Woche für krebsgeborene Energienkrebse, Fruchtbarkeit, neuer Nährboden, neue Situationen, Herausforderungen, Klärung vor allen Dingen, aber gebe niemals als selbstverständlich hin. Okay? Die Nummer 4, die Nummer 18, die 22, 37, 48, 45, 78, 73 und die 64 können für den einen oder anderen von Bedeutung sein. Krebs, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, genieß es und ab nach vorne. Gehe deinem Projekt nach, gehe deinen Zielen nach. Verbinde dich auch mit den Menschen, die dir wichtig sind. Ab nach vorne, es wird eine mega tolle Woche. Bis dahin, Krebs, alles Liebe, bye.